Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Spot ist einfach mega. Die Nacht war sehr gut. So sieht das Ganze heute Morgen hier aus. Der Schlafsack auch alles schön nass über die Nacht. Aber ich bin trocken geblieben und das ist das Wichtigste. Ja Leute, ich zeige euch gleich mal, wie ich geschlafen habe. Hier am Wasser, das müsst ihr sehen. Gehen wir das erst mal aus dem Schlafsack raus. Oh, ziehen wir die Schuhe mal an. Wie habe ich geschlafen? Ich hole mal die GoPro. Hier ist der Spot. Fällt mal von der anderen Seite. Ich glaube, dann ist es einfacher zu sehen. Wie man sieht, liege ich jetzt hier genau in so einer Mulde drin. Das war auch oben vom Kopfteil sehr angenehm. Kissen drunter, coole Position für alles zu beobachten, die Sterne und so. Aber dann war das alles eine Rutschpartie und dann habe ich hier angefangen mit Steinen aufzustocken. Dann liegt das Ganze wie so eine Rampe und dann habe ich schön mit dem Hintern im Loch gelegen und die Beine nach oben und dann bin ich auch so gut wie gar nicht gerutscht und das war richtig angenehm, muss ich mal merken für das nächste Mal, weil es gibt nicht immer eine Fläche, die schön gerade ist. Dann war das die bessere Lösung, sehr geil. Ich würde sagen, fangen an Frühstück zu machen. Legen wir los. Gaskocher schon am Start. Jetzt machen wir uns den Tee. Dann gibt's Brot. Dann probiere ich mal das Frühstücksfleisch ein bisschen anzubraten und noch die Salami und dann denke ich, können wir gut in den Tag starten. Dann schaue ich jetzt gleich für den nächsten Spot für die Wanderung auf dem Handy und dann packen wir alles zusammen. Die anderen Sachen habe ich jetzt hier oben hingelegt, noch ein bisschen zum Trocknen. Schlafsack, wie gesagt, ist alles noch richtig, richtig nass. Muss ich jetzt mal hier noch ein bisschen abhängen lassen. Die Isomatte auch. Alles, was Richtung Wasser gegangen ist, ist auch noch alles nass. Ja, so ist das draußen. Aber es hat alles super geklappt für heute. Ich kann den Tag richtig gut starten. T-Shirt ist auch noch nass. In der Hose vom Schwimmen. Ja, hier der Spot, wirklich phänomenal. Ich zeige es euch noch mal. Fische sind fleißig am Springen, die ganze Nacht rumgesprungen. Wahnsinn. Gut Leute, ich mache mal mein Frühstück ready und dann geht's auf, immer hoch auf den Berg. Jetzt probieren wir das leckere Frühstücksfleisch. Mache ich jetzt mal auf. Bin mal gespannt. Gulasch war gestern, war phänomenal. Aber jetzt gucken wir uns das hier mal an. Ja, so wie ich es kenne aus meiner Jugend, von der Baustelle, in meiner Lehrzeit. Krass. Ja, schneide ich mit dem Messer. Schneide ich mal so raus. Mal hier so Streifen. Ja, das ist schon eine Portion. Ne? Kann man das so raushebeln. Und
dann probiere ich das mal hier im Topf ein bisschen anzubraten. So, und dann noch unser Brot. Clips gut aufheben. Und dann würde ich sagen, legen wir das Ganze mal hier drauf, oder? Muss ja nicht so. Noch ein bisschen anbraten. Ausmachen. Den Rest lasse ich mal im Topf liegen. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sieht aus ein bisschen wie gebratener Leona. Klappen wir hier zusammen. Ja, tipptopp. Der nächste Spot, wo ich hin möchte, ist definitiv ein Spot mit weiter Aussicht. Und ja, da wird es keinen Schatten geben. Muss man dann mal gucken, wie man den ganzen Tag verbringt. Wenn nicht, habe ich immer noch die Möglichkeit, wieder hier runter zu laufen und noch eine Nacht am See zu verbringen. Morgens schon mal eine richtig schöne Tasse Tee. Mit der Aussicht, ich denke, was will man mehr? Bisschen Wärme und dann geht es dann gleich los. Alles zusammenpacken, muss ich wieder bergauf. Und dann bin ich echt gespannt. Der Spot soll so sein, dass man wirklich ganz weit in die Landschaft schauen kann. Das wäre super für Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Ich bin echt gespannt, was ich da oben sehe. Also bleibt dran. Was natürlich jetzt super wäre, wenn auf dem Spot, wo ich jetzt hier sitze, etwas Sonne wäre, dann könnte ich meine Sachen komplett austrocknen lassen, aber die Sonne steht da hinten, das wird also nichts. Egal, wenn nicht, muss ich oben auf dem Spot, wo ja sowieso keine Bäume nicht stehen, dann Schlafsack und die Isomatte nochmal auspacken und richtig trocknen lassen. Das ist ja auch kein Problem, nur so wäre es eben um einiges einfacher. Aber wir sind draußen, wir machen uns keinen Stress, wir machen einfach alles ganz gechillt, gibt keine Hektik. So ist das ganz wichtig für jeden. Merkt euch, wenn ihr rausgeht, fangt nicht an wie zu Hause, ah, ich muss das noch erledigen und ich muss hier und ich muss da. Macht alles schön gechillt. Ihr habt ja Zeit draußen, ich bin jetzt 2 Nächte draußen und ja, mache ich mir absolut gar keinen Stress. Ob ich jetzt in einer Stunde gehe oder in einer anderthalb, das spielt absolut keine Rolle. Ich mache das alles schön gechillt. Also, ich gucke mir jetzt mal die Sachen oben an und dann entscheide ich, ob ich noch ein bisschen hier bleibe oder ob ich alles gleich schon zusammenpacke. Getränke war jetzt die ganze Nacht hier zum Kühlen. Habe ich mal hier ein kleines Lager gebaut mit Steinen. Sehr geil, das bleibt alles noch für den Tag. Ja, es ist einfach mega, hier rauszugehen in die Natur. Es ist wirklich kein Stress. Es ist einfach genial, das Ganze hier zu genießen. Schlafsack, ja, Schlafsack ist schon fast trocken. Sehr geil. Muss ich wirklich sagen, bin ich sehr zufrieden aus dem Decathlon. Ist bis 0 Grad geeignet, haben wir schon bei gefühlt minus 15 schon dabei gehabt. War auch wirklich super, das Teil kann ich nur empfehlen. Dann hier die aufblasbare Isomatte. Jederzeit wirklich für ein bisschen Komfort. Richtig geil. Ja, wie gesagt, Ausrüstung habe ich euch ja schon einen Teil gezeigt, was ich wieder auf dem Trip dabei habe. Klar, man kann
man kann dies oder man kann das weglassen, man kann das. Aber es ist ja so, wenn ich rausgehe, möchte ich zum Beispiel auf die aufblasbare Isomatte nicht verzichten. Das ist ein kleiner Luxus, mehr ist es nicht. Und es, klar, es ist vom Packmaß her, es ist okay, ich habe ja wirklich Platz im Tasmanian Tiger. Ja, aber trotzdem, man kann immer alles anders machen, das ist ganz klar. Aber ich entscheide für meine Ausrüstung und das ist die Basics, die sind meistens Standard, die Sachen, die ich immer dabei habe, außer dann Variationen, vielleicht mal das Beil dabei oder der Klappspan, dementsprechend was ich vorhabe. Und ja, ansonsten kann ja jeder mitholen, was er möchte. Für mich passt das so. Habe immer so 20, 22, 23 Kilo auf dem Rücken. Das ist schon viel, aber das ist immer so das Maß. Dann bin ich voll gepackt für 2 Tage und dann komme ich super klar damit. Ich bin schon fleißig am Packen. Ich habe jetzt hier schon systemtechnisch die Isomatte von unten angefangen, das Tab rechts reingedrückt, dann jetzt die Hose, Kapuze, Pulli, dann jetzt noch das Handtuch und jetzt werden wir noch nach und nach, Wasser werde ich jetzt auch noch filtern, hole ich mit, ist egal, ob das für zu kochen ist oder für zu trinken, Wasser kann man nie genug haben, soll ja heute nur mal ein paar 30 Grad werden, also daher Wasser, immer Wasser, ganz wichtig. Werde aber jetzt hier die Wasserflasche werde ich hier einfüllen und dann ja, schaue ich mal, wie ich das mit dem Filterwasser mache, ob ich das im Quail drin lasse einfach. Das überlege ich mir noch. Das Geile ist ja an der ganzen Sache, ich habe jetzt schon Sachen gegessen, auch getrunken. Ich denke aber heute mit Trinken wird es mehr, weil heute habe ich ja viel mehr Stunden und dann ist das Ding immer noch so brachial gepackt. Das ist immer noch ein übelstes Monster, unvorstellbar. Wahnsinn. Mit dem Ding muss ich jetzt noch, ich denke eine anderthalbe Stunde. Muss ich bestimmt, ja, ich sag mal anderthalb Stunden, ist bestimmt, vielleicht sogar 2 Stunden mit dem Geschoss noch komplett die Berge hoch. Ich fange jetzt an, hol den Quail, filter mir hier meine Nalgene-Flasche voll. Sicher ist sicher, was wir haben, haben wir, also geben wir Gas. Die Kartusche immer dran denken, wenn ihr dann nach Hause kommt, macht die dann schön mit Kranewasser nochmal durchspülen. Und dann richtig ausschütteln. Ich hole jetzt Wasser hier raus. Ungefähr 3/4 voll. Stelle ich mal das Ganze hier hin. Verschluss drauf. Deckel natürlich nicht drauf machen. So, alles fest. Ja, sehr geil. Und da fangen wir an, langsam durchzupressen. Ja, lässt sich gut pressen. Muss, wie gesagt, langsam. Muss jetzt nicht mit voller Gewalt und ganzem Körpergewicht ein bisschen drauf abstützen. Alles gut. Und dann passt das. So, bis zum Anschlag, bis an den Rand. Jetzt haben wir hier unser Trinkwasser. Und dann füllen wir uns das hier in die Hygieneflasche ein. So, das war einmal. Und dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Geht ab in den Tasmanian Tiger, in die Außentasche. Ja, Gewicht ist noch genug da, also über Gewicht kann ich mich nicht beschweren, da habe ich mehr als genug. Hier ist gut noch was drin, probieren wir mal. Ja, tipptopp, sehr geil.
Natürlich gibt es immer ein Ritual beim Wanderdrang, ganz klar. Ich denke, man kann sehen, die Mülltüte, die muss immer am Mann sein. Und was auch ganz klar ist, ich sage danke für den schönen Spot. Es war wirklich mega geil, aber für mich geht die Reise jetzt weiter. Immer berghoch, auf geht's. Noch was. Klar, das hört sich jetzt nicht viel an, aber in den Vogesen ist das mit Lahoneck ist das das höchste, und das möchte ich heute hochwandern. Und wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, die tolle Aussicht genießen. Da unten ist der Bergsee. Für mich, bin jetzt den Pfad hier hoch und ich gehe davon aus, ja, genauso ist es typisch Vogesen, diese geschlängelte Wege. Jetzt heißt es für mich ackern, 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 schön dranbleiben, Tempo ein bisschen halten, weil wie gesagt, das meine Tiger, der ist schon stramm auf dem Rücken, ne? Ja, ich denke, man hört es an der Atmung. Ja, ich bin schon ein gutes Stück nach oben gekommen. Wahnsinn. Boah, es wird heute verdammt heiß. Man merkt es jetzt schon. Nur die bisschen Sonnenstrahlen, die hier durchkommen. Puh, aber egal. Wie ich immer sage, aufgeben ist keine Option. Also, Vollgas. Oh, hier Leute. Ich gönne mal jetzt nur einen Energy-Riegel, Kakao-Crunch-Geschmack. Bisschen was reinballern. Weil wie gesagt, es geht noch richtig steil nach oben. Ich liebe die Berge. Wirklich, es macht mir nichts aus. Aber jetzt kriege ich hier schon wieder so übelst eine ab. Jetzt geht es hier wieder so stabil nach oben. Boah, egal. Ein Fuß vor den anderen. Und den Tasmanian Tiger hier hochtragen. Komm, jetzt auf, auf, auf. Boah, Leute. Schau mal, das kommt auf der Kamera so geil rüber. So wie ich es jetzt auch gefühlt habe. Achtung. Seht ihr das da oben? Ballon. Das ist das Ding. Ich glaube, es sind noch ein paar Meter für mich. Aber das wirkt doch mal richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich bin mal gespannt, wo wir hier rauskommen, weil ich das richtig sehe. Jawohl. Jawohl, wie auf der Zugspitze kenne ich hier höflichst begrüßt. Boah, Leute, hier ballert die Sonne. Brutal. Geil. Yes, weiter geht's. Also für mich geht's hier komplett hoch. Übelst. Aber was für eine Aussicht. Richtig, richtig schön. Sehr geil. Also, meine Challenge für heute, hier hochballern auf das Plateau. Yes. Jetzt mal ganz ehrlich, das kann doch nur mega sein, oder? Also wem das nicht gefällt, da weiß ich auch nicht. Sehr geil, schöner Spot. Bisschen was los, klar, viele Motorräder, die Porsche, die fahren hier die Kurven hoch, geben ein bisschen Gas, haben auch Spaß. Ja, für mich gilt, man hört, wird immer ein bisschen aufgedreht. Ja, alles gut, für mich geht es heute ja hier um die Aussicht. Und vielleicht ist es hier wirklich so, dass ich da oben
genug Platz habe, mich ein bisschen abseits setzen kann, trotzdem noch eine schöne Aussicht genießen kann. Das wäre mega. Und Übernachtung wäre natürlich cool, weil Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Das ist so das Ziel. Lassen wir uns überraschen. Typisch hier der Vogesen mit den Steinen, wie in meinen anderen Videos. Ich finde es cool. Mir gefällt es immer richtig gut. Hier haben sie ein bisschen Mauer gebaut, hier alles abgetragen, hier hingelegt. Hier die Aussicht von der Seite sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, was uns oben für eine Aussicht erwartet. Wahnsinn. Guckt euch die Aussicht an. Das ist doch der Brecher. Das ist doch das Ganze immer wert. Sehr geil. Und hier noch einmal. Hammer. Ja, sehr geil. Angekommen. Hinter mir noch Denkmal. Sehr geil. Ja, das Ganze sieht doch schon, das sieht doch schon sehr interessant aus. Wie so ein Heißluftballon. Eine Kugel. Da oben geht auch die Post ab mit den Vögeln. Wahnsinn. Das sieht richtig, richtig cool aus. Hier noch einmal der Blick. Jetzt bin ich auf die Aussicht gespannt. Auf der Seite. Da bin ich echt gespannt, was da einem geboten wird. Also Aussicht haben wir hier mehr als genug. Ich gehe mal so rund. Ah, da unten sehe ich gerade, unten ist noch eine Hütte. Schaue ich mir mal gerade an. Ah, da stehen die Wohnmobile alles. Ist wahrscheinlich auch ein Platz zum Parken. Führt dann hier hoch. Ja, genau richtig. Fahrräder, Motorräder unten. Ja, sehr geil. Hier unten am Lack habe ich geschlafen. Das war mein Spot und wird vielleicht heute eventuell nochmal mein Spot. Mega Aussicht. Für mich geht es jetzt wieder runter. Hier oben ist für mich nichts Adäquates, sage ich mal, für herzurichten. Ich laufe jetzt ein paar Meter hier die Straße entlang. Hier oben war ich. Die Aussicht war wirklich phänomenal, das kann ich wirklich empfehlen. Aber wie gesagt, hier da oben jetzt einen Schlafplatz irgendwie zu finden, wirklich keine Möglichkeit. Ich laufe nochmal runter zum Bergsee, hau mich an den Spot, wenn er noch frei ist hoffentlich. Man weiß ja nie. Und ja, gehe an den Bergsee und richte mir da mit meinem Tarp und so weiter was her. Heute habe ich ja noch ein bisschen Zeit, nicht so wie gestern. Und dann machen wir einen schönen Schlafplatz. Heute auch mal wahrscheinlich die Bushbox am Start. Machen wir richtig gemütlich, ein bisschen schwimmen. Einfach cool die Zeit genießen. Da unten ist eine größere Hütte. Das gucke ich mir jetzt mal an. Gehen wir einfach mal drauf los und schauen, was da ist. Die steht ja nicht umsonst da. Irgendetwas muss ja da sein. Passe ich da drunter durch. Ne, Tasmanian Tiger. Oh, ja, sehr geil. So, was haben wir denn da? Ja, die ist schon größer. Wenn das dann hier in der Vogesen was Öffentliches ist, was nicht verboten ist, ist vielleicht dann doch cool. Gucken wir mal. Ja, das hat doch was. Cool. Gar nicht so schlecht.
Sehr geil. Hier Feuerstelle. Ja, so ein Platz. Gar nicht so verkehrt. Cool. Okay, weiter geht's. Sehr geil. Achtung. Ja, ist keiner am Spot. Hier ist er wieder. Der Spot. Sehr geil. Richte ich mir jetzt komplett her. Und dann lassen wir uns richtig gut gehen heute. Heute wird mal richtig mit Essen allem. Guckt euch das Wasser mal an. Guckt euch das mal. Das ist doch Bombe. Geil. Yes. Also meine Idee ist jetzt mit dem DD Hammock, will ich jetzt hier meinen alten Spot, will ich hier einen Shelter bauen. Und da würde ich sagen, geben wir Gas. Ich bin jetzt hier am Spot fleißig am Werkeln. Hier mal so Art Diamant-Style. Ja, sieht schon richtig cool aus. So ähnlich habe ich mal einen Poncho-Shelter gemacht. Das Ganze jetzt mal hier von vorne mit dem Ganzen her abgegrabt hier. Liegefläche ist noch nicht fertig. Aber ich denke, man kann es richtig sehen. Ich habe mir hier schon richtig Mühe gegeben. Ja, weiter geht's. Immer weiter. Ja, meine Rampe ist jetzt fertig. Ich habe das jetzt hier alles komplett ausgebaut, bis nach vorne gezogen, mit den Steinen aufgefüllt. Ist nicht 100% Grad, aber das reicht mir definitiv für diese Nacht noch. Also, geh mal eine Runde schwimmen. So Leute, ich habe jetzt hier mit dem Holz alles vorbereitet für die Buschbox und dann machen wir jetzt gleich hier ein Feuer. Also legen wir los. Da ist es schon. Sehr geil. Jetzt haben wir das geschafft. Und dann lassen wir das kurz hier anbrennen. Stück für Stück. Schön anzündeln. Ja, es ist doch noch ein bisschen nass. Aber immer wieder testen. Ja, hier habe ich es jetzt anbekommen und jetzt geht es dann hier in die Buschbox gleich. Wenn das Ganze hier so weiter brennt, ist das okay. Sehr geil. Ja, das Feuer brennt jetzt richtig schön. Schön Vollgas hier, sehr geil. Und dann machen wir uns gleich einen Topf mit Wasser. Und dann fangen wir an zu kochen. Ja, das Feuer brennt volle Bulle. Das geht richtig vorwärts. Jetzt werden gleich hier noch die Nudeln gekocht und noch der Burgunderbratenart. Und dann ist das hier richtig schön hier vor Ort mit dem ganzen Spot. Wirklich mega. Wir sind jetzt gleich fertig. Sehr geil. Das passt alles super. Ich habe schon richtig Kohldampf. Ich genieße noch diese Aussicht. Das ist einfach gigantisch. Und das Tarp steht auch alles super. Ja, richtig geil. Ich zeige es euch noch einmal von außen. So sieht das Ganze aus. Bisschen Freestyle wieder. Dann richtig geil abgespannt. Noch ein bisschen dazwischen gekeilt, bisschen Raum. Dann habe ich ja hier unten habe ich ja noch richtig ausgebuddelt. Ich habe mir richtig viel Mühe gemacht, dass das alles so ein bisschen fast gerade ist. Ich muss echt sagen, mein Braten da, das ist wirklich total lecker aus der Dose. Aber ja. Nudeln dabei mit der Soße finde ich einfach mega. Es wird jetzt langsam dunkel, na, die Nacht kommt. Ich ziehe mich jetzt gleich um, lange Kleider, dann hole ich den Schlafsack raus, da warte ich aber noch, bis es dunkel ist. Und dann, ja, dann war es das. Ein Wanderdrang. Zwei Nächte in der Vogesen. Bergsee plus eine Wanderung auf 1400 und paar Meter.
war sehr interessant alles. Okay, dann mache ich gleich noch ein Video vom Tarp. Das möchte ich euch noch zeigen. So sieht das Tarp jetzt aus von hinten. Ich sage dann danke. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Wandertag.